Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Ihr fragt euch sicher, wo wir hier sind und überhaupt. Zunächst mal muss ich mich entschuldigen für das Dilemma, dass ich irgendwie von Final Fantasy den Part 18 verschlammt habe und direkt Part 19 hochgeladen habe. Tut mir leid dafür. Und das war ja auch schon bei einer Darksiders Folge so, aber da konnte ich nichts für. Ja, aber das wollte ich mal kurz gesagt haben. Hier bin ich hier ungefähr, wartet mal, das kann ich euch direkt... Ah, verdammt, kann ich euch nicht mal auf der Karte zeigen momentan. Da wir hier in einem anderen Gebiet sind, zeige ich euch gleich danach. Denn wir sind hier vor einem Königsgrab, wurde von einem kleinen Bossgegner beschützt. Den habe ich natürlich schon niedergemäht, weil der nicht spektakulär war und ziemlich schnell niedergemäht wurde. Auch wenn er Level 38 war. So, Königswaffe nehmen wir natürlich entgegen. Oh yeah. Finde ich cool, Aufgabe abgeschlossen, Erforschung der Mirilwalds. Okay, weil ich bin eigentlich hier nur gewesen wegen dem roten Edelstein für den guten Kollegen, den wir hier haben. Wo ist er? Genau den da. Er ist ja aber dann das Vergnügen. Wollte ich kurz einfach mal vorbeischneiden und dann bin ich weitergegangen und sah dann, was, wo gehen wir hier denn hin? Dann haben wir einen riesen Gegner, also ich habe einen riesen Gegner vor mir gesehen, den ich nur so, oh, soll ich jetzt einschalten? Ich teste mal, wie viel er aushält. Er hat vielleicht 2 Minuten ausgehalten, das ist nichts gegen einen Bossgegner der richtigen Klasse. 2 Minuten gehen bei so einem Bossgegner sonst locker rum. Und ja, ich war einfach auf dem Weg, um Nebenstory abzuklappern. Hier kann man ans Lagerfeuer, wenn man denn möchte. War ich vorhin. Nur so mal am Rande. Die nur den Stein bringen, machen wir. Aber wir müssen natürlich auch zuerst mal alles wieder zurückrennen. Und kriegen sich ja noch Gegner an die Backe geklatscht. So wie ich das kenne. Außer wir haben wirklich alle erledigt jetzt. Also ich. Mal kurz, weil hier in der Nähe war der schöne Stein. Habe ich einfach mal gedacht, jo, da nehme ich euch jetzt mal nicht mit. Verschwendete Zeit, wenn ich hier irgendwie nur durch die Walachei renne und keine Story oder so kommt. Auch neben Story technisch nicht. Wäre ein bisschen doof gewesen. Hi! Bin ich erledigt. Können wir jetzt zurück zu Regalia? Ah, hier sind wir, genau. Seht ihr? Jetzt wird es auch angezeigt. Königswaffe, das Grab des Unbarmherzigen. Cool. Dass ich das so einfach mal gefunden habe. Finde ich schon ganz geil. Zurück zu Regalia, bitte. Ah, ich bin so froh, bin ich da durch. Ihr wisst gar nicht, wie das am Anfang genervt hat. Zum einen, musste ich diesen scheiß roten Stein suchen. Und das war schon schwierig genug, ohne Witz. Ich durfte einfach mal jedes Vieh zuerst mal noch erlegen. Wurde nicht so einfach. Jetzt, Aufgabenziel. Wo müssen wir hin? Wo will ich denn hin? Nicht die Bohne. Ja, komm. Gehen wir zuerst mal zurück. Ist ja kein Thema. Talente überleben. Überlebenstricks. Gladiolus kennt sie alle. Nach jedem Kampf sucht er den Boden nach brauchbaren Gegenständen ab. Je mehr er rumkommt, desto größer wird sein Erfahrungsschatz. Aha. Wusste ich jetzt so nicht. Gut zu wissen. Ich hoffe, bei euch läuft soweit. Bei mir auf jeden Fall. Weihnachten steht vor der Tür. 22. in 2 Tagen läuft's auf jeden Fall.
morgen oder übermorgen noch mal kurz einkaufen. Am 24. haben ja die Läden noch ein bisschen auf, nicht so lange wie sonst, aber einfach so Samstagbetrieb, ne? Wo dann irgendwie, also bei uns ist jeden Samstag so bis nur 4 Uhr oder so am Arbeiten, normalerweise bis um 6:30, 7 oder teilweise sogar um bis um 9, je nach Ortschaft. Also bei uns zum Beispiel in meiner Ortschaft, wo ich früher herkam, also war das so, dass wir bis 6:30 einkaufen konnten und dann wurde es auf 7 Uhr hochgesetzt und hier, wo ich jetzt lebe, ist es bis 9 Uhr. Das ist Umgeben von schon ein Zivilisation steht Unterschied. es sich besser. Nichts gegen Übernachten in der Wildnis. Aber sicherer ist es hier allemal. Ja. Machen wir. Und dann sind auch die Chocobos weg. Muss ich dann neu holen. Warum ich auch das gemacht habe, ist, weil ich unbedingt mehr Cash brauche. Was darf's heute sein? Habe ich hier noch irgendwelche Geht ihr Jägerziele? für uns auf die Jagd? Nicht gerade jetzt. Nee, nee. Nächtlicher Niederschlag. Jetzt wäre frei. Sollen wir den mal kurz machen? Ja, wir nehmen den mal kurz an. Sehr freundlich. Ja, kein Problem. Mal schauen, ob ich das kann. Die Beute für diesen Jagdhaus ist nachtaktiv. Ja, der lässt sich nur nachts erledigen. Ja, ist kein Thema. Jagd. Passt auf Jetzt euch auf. haben wir die Side-Story auch noch zu erledigen. Hier, wartet mal. Aufgabe darf ich mal. So, Dankeschön. Der Bohnennotstand ist endlich Geschichte. Schön für dich. Sie sind wirklich nahrhaft. Willst du nicht vielleicht doch mal? Ist nicht so, dass ich sie gar nicht essen kann. Ich verrate dir einen Trick. Stell dir einfach vor, du würdest nicht Bohnen, sondern Fleisch essen. Ja, alles klar. Das werde ich mal versuchen. Gut. Dann nimm das mal mit. Schmeckt dir bestimmt. Und schöne Grüße an euren freundlichen Koch. Oh yeah. Zeile für Zeile. 4. Cool. Nicht die Bohne. Yeah. So muss das. Mördertomate. Warum bringt die um oder wie? Darf ich mal die Aufgabe annehmen? Danke. Du bist's. Hi. Kommt ihr zufällig auch mal nach Lestalum? Ja, kann schon sein. Falls ja, könntet ihr mir dann was mitbringen? Klar doch. Vielen Dank. Okay, die Zutat besorgen. Kein Problem, aber nicht in dieser Folge. Wir haben ja jetzt noch eine Nebenaufgabe zu Tucker entwickelt sich zu einem Sklaventreiber. Hammerhead und er haben uns viel geholfen. Wir sollten uns revanchieren. Das stimmt. klären. Außerdem ist es ja nur eine Besorgung. Und im Shoppen bin ich der König. Ist so gut wie erledigt. Wenn du meinst. Sagt mal, freut ihr euch auch so auf unsere nächste Panne? Dich hat's echt schwer erwischt, was? Ja, mitten ins Herz. Dann würde ich mal zum Arzt gehen. Würde ich mal glatt so behaupten, aber okay. Wir begeben uns jetzt mal. Oh, wir sind auf Stufe 5 hochgestiegen. Ausdauer und Galoppgeschwindigkeit eines Chocobos sind Nicht zu gestiegen. trödeln! Das finde ich doch cool. Dann sind wir noch schneller an unserem Ziel. Ganz genial. Ja, so lässt sich's leben. Nächtlicher Niederschlag. Flan, einen Flan müssen wir killen. Mal schauen. Sicher einen, den wir schon gekillt haben. Ach ja, im letzten Part sind wir übrigens in einem scheiß, wie soll ich sagen, Untergrund in der Kanalisation stecken geblieben. Die Frau lässt dir wohl echt keine Ruhe, was? Und Sydney? Was meinst du? Schnee von gestern? Was? Nein! Ach so, wegen Hast du mich Aranea. doch nur für Aranea, weil ich. Oh, hi! Keine Sorge, wir kennen dich ja. Du bist es auf Level 15. Och, da habe ich aber viel Besseres erlebt, ganz im Ernst. Wo ist es hin? Tu nichts Unüberlegtes. Ah, dort. Kommt hoch, hau mal rein.
Finde ich cool. Gib ihm Stoff, mein Freund. Oh ja, und jetzt gebe ich ihm noch Stoff. Und zwar mit den Assassinenklingen. Jetzt würde ich mal rennen. Ja, ja, jetzt würde ich rennen, mein Freund. Auf welcher Seite stehst du? Sorry. Das war einfach. Ja, zu einfach. Jetzt können wir einfach mal Karte zurück zu Regalia und dann sind wir schon wieder dort, wo wir sein müssen. Ganz cool. Yeah. Das war doch mal eine easy Mission. Ach ja, eben, wir sind in der Kanalisation stehen geblieben. Bei Ultraviechern auf Level 45 haben unser nächstes Ziel schon gesehen auf Level 48. Also bis wir diese Mission noch klären können, müssen wir noch einiges aufsteigen. Da sind wir underleveled gewesen, eindeutig. Da hätten wir nicht mal mit Boosts was gerissen. Esst ihr auch ordentlich? Ja, ja, wir essen ordentlich, kein Problem. Jagdauftrag erledigt. Nächtlicher Niederschlag. Oh, ja, das konnte ich gebrauchen, eindeutig. Das war eine gute Geldspritze. Dankeschön. Wollt ihr was essen? Nö, nö, ist okay. Danke für die Mission. Das war unglaublich cool von dir. So, jetzt gehen wir einmal pennen. Jetzt können wir es uns wieder leisten. Im Gegensatz zu vorhin. Vorhin konnten wir uns sowas nicht erlauben. Die Mietzeit ist abgelaufen. Jojo. Kein Problem. Die Chocobos können zurück. Die sind ja gespeichert, wie ich mitbekommen habe. Wir werden immer die gleichen anwerben. Komischerweise. Wie das auch immer funktionieren soll. Aha. Ja. Das fand ich nicht so cool. Ziemlich cool. Ich musste sogar den Spielstand neu laden. Nur mal so bin ich draufgegangen. In der Kanalisation. Dort gehe ich vor Level 50 nicht runter, ne? Also schon nur wegen der dem Superbeast dort, ne? Dort will ich schon ein bisschen overpowered hin. Weil ihr merkt schon, auch wenn man overpowered ist, kommt man locker in die Bredouille. Wenn mal mehrere Gegner auf einen dreschen. Also das ist schon heftig gemacht. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hauen wir direkt rein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, das mit den Oladez-Szenen, das sind einfach die schlimmsten, die man haben kann hier. Und ich muss mir endlich mal ein gescheites Schneideprogramm zulegen. Sobald ich ein wenig mehr Kohle habe. Verdiene ich eigentlich nichts über YouTube, ne? Vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Euro für euch. Für mich knapp 80 Franken. Ja, ist nicht gerade viel, ne? Davon kann ich nicht mal mein Mittagessen bezahlen. Und, ja gut, doch, ein Mittagessen schon, aber ins Restaurant könnte ich jetzt nicht essen gehen, ne? Vor allen Dingen reicht das gerade mal, boah, wenn man so will, für eine für 3 Tage, ne? Wenn man einkauft. Weil für 50 Euro geht man locker mal einkaufen, ne? Oder für 80 Franken. Egal, wie man das umrechnet, man kommt nicht auf sehr viel. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, und von daher, und mit meinem Gehalt, was ich kriege, um die 1200 Schweizer Franken umgerechnet, vielleicht 1000 Euro oder so, keine Ahnung. Außer man rechnet es alte Weise noch um, dann wären es ungefähr 800 Euro. Wozu also noch mehr, Emmy? Jetzt, wo du es sagst. Irgendwie unsinnig. Okay. Wir haben hier ein Fragezeichen. Die Aufgabe nehmen wir gerne an. Ah, Sie kommen gerade recht, Herr Jäger. Wieso? Steht was an? Ja, und zwar eine Jagd der ganz besonderen Art. Eine kulinarische Jagd. Ich benötige Zutaten aus Tenebrae. Aus Tenebrae? Ja, für meine neueste Kreation. Eigentlich war der Gaumenschmaus zur Feier ihrer Hochzeit mit der Kanagi geplant. Leider machte uns das Schicksal einen Strich durch die Rechnung. Leider. In Luzis ist die Zutat nur sehr schwer zu finden. Aber vielleicht haben Sie ja Glück. Ulwaldbeeren besorgen. Okay, wenn ich mal vorbeikomme dort, warum nicht? Kein Problem. Mal, was ist mit dir, Kollege? Oh, ihr seid zurück? Wärst du uns etwa lieber los gewesen? Wie kommst du denn da drauf?
Oh, das ist es! Endlich ist es mein! Hier, euer Lohn. Ziemlich krass. Probiert's aus! Okay, wir haben irgendwas bekommen. Auf jeden Fall viele P. Finde ich cool. Rubinarmband. Okay. Oh, nächste Aufgabe direkt. Aber die kann ich wohl nicht annehmen. Alles fit? Hab deine Bitte. Ich hab ja eh keine Wahl. Ja. Aber diesmal ist's mir ernst. Bisher hast du uns nur zum Spaß weggeschickt? Nein, nein, das nicht. Aber wenn ihr diesen Auftrag schafft, kann ich mich selbstständig machen. Ja? Na, das wäre ja super. Jetzt freu dich doch mal für mich. Und ihr werdet mich dann auch für immer los. Und die Weltherrschaft wäre zum Greifen nah. Könnt was Tolles basteln. Damit wären sogar die Jäger in der Lage, meine Aufträge auszuführen. Verstehst du? Will heißen, nichts weniger als meine Zukunft wird hier entschieden. Klar bin ich da ernst. Leider gibt's aber auch diesmal kaum Infos. Naja, wenn's nicht sein soll, dann soll's halt nicht sein. Aber noch will ich meinen Traum nicht aufgeben. Ich zähle auf dich, mein Prinz. Okay, Steine lassen Augen funkeln. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon freigeschalten haben. Du will den Schreiberjob also an den Nagel hängen? Es schien ihm jedenfalls ziemlich ernst zu sein. Stimmt, er war sogar fast erträglich. Für seine Verhältnisse? Ja. Mann, seid ihr nett. Mann, seid ihr nett. Was hast du so für Aufträge? Nehmen wir gerne an, in Schale geworfen. Okay. Schrecken der Sonnenbeter. Sieht gefährlich aus, nicht wahr? Naja. Passen Sie gut auf sich auf. Ein Sonnenanbeter kann nicht wirklich schrecklich sein. Wir gehen jetzt auf die Karte. Nö. Doch, hier. Gehen zurück zu Regalia. Geht am schnellsten. Obwohl die Ladesequenz hier erscheint. Wohl bemerkt. Seht ihr? Wir sind schon hier, sonst wären wir etwa erst die Hälfte, also bei der Hälfte der Brücke. Nicht gerade cool. Steine lassen. Wo ist das überhaupt? Zum Geier. Oh, ne. Sag nicht. Irgendwie am Arsch der Heide, ne? Warte mal. Nö, hier. Aha. Wollen wir dort mal vorbeischneiden, Freunde? Aha. Da würde ich mal vorbeischneiden, Freunde. Da habe ich gerade Bock zu. Ohne Witz. Auch wenn wir dadurch die Folge wieder ein bisschen überziehen, ist mir das gerade ziemlich haarig. Auch wenn ich gesagt habe, wir machen die Mission noch nicht, aber was nicht ist, kann ja gerade werden, weil vielleicht sind wir stark genug, vielleicht müssen wir danach nie mehr zu diesem Dummdödel und genau deswegen mache ich es, weil er das angedeutet hat und ich hätte schon gerne mal eine abgeschlossene Quest. Nicht, weil Sydney, ne. Ne. Die Frau schickt uns in die Hölle, Mann. Für ein Auto, Mann, für ein, was war das? Für die, die Lichter da, die Augen da, wie sie das so schön nennt. Vom Auto. Mama mia. Ich krieg bei der die Krise, Leute. Ich dachte, oh komm, wir erlegen ein paar Soldaten. Okay, kein Problem. Ein paar Mechs in die Luft jagen. Geht ja noch klar, oder? Hätten ja sonst noch Hilfe rufen können, dann wäre sowieso alles geritzt gewesen, ne? Aber dann so ein Vieh rauszuhauen. Was ist denn bei der verkehrt? Mal ganz im Ernst. Also sie hat es ja nicht rausgehauen, aber sie schickt uns in so eine Gegend. Und warum soll ich aussteigen, mein Freund? Automatisches Fahren, bitte. Aufgabenziel. Was war das? Steine lassen Augen funkeln. Was? Ich kann dort hin beamen? Dein Ernst gerade? Also wenn du mich jetzt wieder an die Küste beamst, beam ich dich auch in die Hölle, mein Freund.
Mal ganz im Ernst. Und nebenbei ist es noch ein gutes Training, um zu leveln. Das hat auch während meines Offscreen-Trainings, also Offscreen-Aufgabenerledigungstrainings, mal Gladio erwähnt. Das Training ziemlich wichtig ist, also das Leveling. Definitiv muss ich ihm da zustimmen, dem guten Gladio. Aber es ist immer noch 300 Meter und wir haben unsere Chocobos nicht mehr. Ist ja wunderprächtig. Hätte ich mir vielleicht noch gönnen sollen. Oh, nee. Stufe 100 Fuß. Du willst mich doch gerade verarschen. Ich glaube... Ey, 100 Fuß. Darf ich mal? So, prompto Durchschuss. Gib mal auf die Fresse. Ja, wundervoll. Oh, wundervoll. Oh, pariert und gekillt. Sehr cool. Durchschuss, prompto. Einmal einfach durchschießen, den Kollegen. Und dann ist es beendet. Wie sieht's da drüben aus? Oh. Oh, da will einer einfach mal auf die Fresse. Oh, da ist der nächste Honk, der auf die Fresse möchte. Hey, willst du mich verarschen hier? Hey, komm her, Kollege. Kollege Breitfuß, hierher. Nord, wo hast du das denn gemacht? Tja, bei mir, in meiner eigenen Hölle. So, prompto, einmal draufhauen, würde ich sagen. Soll ich dir helfen? Bam! Das Einzige, was du helfen kannst, ist nicht zu sterben, mein Freund. Oh. Ich. Stimmt ja, du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Wer kann das schon? Ja, das war auf jeden Fall ein cooler Empfang. Den Küstenmarkturm betreten. Ob da irgendwas abgeht, ich speichere mal vorerst. Ich habe keinen Bock. Ihr seht, wo ich abgespeichert habe vorhin, wenn ihr nochmal zurückspult. Was ist das für ein Gebäude? Ich frage mich, wann es wohl erbaut wurde. Die Frage ist wohl eher, von wem? Okay, weil hier kann man jetzt nicht mehr speichern. Deswegen habe ich vorhin gespeichert. Und wenn ihr eben zurückspult und genau dort... Guckt mal, wie tief das da runter geht. Ja, kein Problem. Man sieht den Boden nicht. Ich guck mich hier mal um. Wie ich vermutet habe. Chromstück wieder. Okay. Wenn ihr eben zurückspult, und genau dort, wo ich gespeichert habe. Das ist auf jeden Fall mehr als nur eine einfache verlassene Ruine. Könnt ihr sehen, wo ich gespeichert habe? Kein Eingang zu sehen. Zumindest nicht für uns. Besucher sind wohl nicht erwünscht, was? Interessant. Hier steckt doch irgendwas drinne hier in diesem Gebäude. Weil wir können nicht mal runter, ne? Und wir haben keine Extrasicht, wie Adlerauge oder so. Aha. Interesting. Ach so, okay. Doch, man kommt runter, aber von hier. Kein Problem. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Tja. Ah nö, man kommt eben nicht runter. Das geht ja mal ganz und gar nicht klar. Und man kann hier gar nichts machen. Definitiv nichts. Wenn ihr diesen Stein bekommt, Mann. Wie soll man diesen Stein bekommen, wenn man nicht runterkommt? Und ich hüpfe hier wie ein Mongo. Wie soll man hier reinkommen, wenn man nicht runterkommt? Ihr seid auch Vollidioten. Ihr seid mir vielleicht Vollidioten. Endlich können wir in See stechen.
Aufgepasst, Altissia. Wir sind unterwegs. Du bist von einer fetten Mauer umgeben. Man muss also vorne rein. Lächerlich. Also, ich stecke pro Part mindestens einmal in der Klemme, wo ich nicht weiß, wo ich lang muss oder was ich tun muss. Das ist ja nicht gerade cool. Hier runter würde ich mal sagen, sollte ich nicht fallen. Und wie gesagt, hier durch geht's nicht. Ne? Das ist doch ziemlich beschissen, sowas. Ich übersehe sicher wieder was, wie bei Blue Dragon, diesen Lift. Das war ja ziemlich peinlich, meiner Ansicht nach. Ich so, ne, wo muss ich lang? Und dabei renne ich sicher zwei, dreimal dran vorbei, ne? Das war echt behindert. Aber hier... Nicht alles einfach ohne dich, Gladio. Wir waren ganz schön aufgeschmissen. Ach ja? Wieso? Wir haben ewig gebraucht, um Feuer zu machen. Warum hast du nicht einfach Magie benutzt? Willst wohl, dass ich gleich das Zelt mit abfackel, was? Gut, ich zeig euch, wie man Feuer macht. Ihr müsst schließlich lernen, auch ohne mich auszukommen. Also hier weiß ich noch nicht, wie man weiterkommt. Vielleicht später, wenn man eine bestimmte Fähigkeit hat. Mit Noctis vielleicht, keine Ahnung. Wenn man irgendwelche Siegel lösen kann. Das wäre noch eine Variante gewesen. Aber nö. Können wir vergessen. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Wir haben heute einfach ein bisschen Offscreen-Stuff auch noch ein wenig gemacht, kann man sagen. Dann seid ihr auch noch ein bisschen dabei gewesen. Oh Mann, wilde Wasser sind tief. 3 Minuten. Ich glaube kaum, meine gute Dame, dass ich dort runtergehe, oder? Perfekte Landschaft. Aha. Omnibus Interruptus. Ich habe Fertignudeln, doch keine Krabben. Aha, Schrecken der Sonnenanbeter. Ja, dann reisen wir mal noch dorthin. Das, was wir gesagt haben, machen wir noch. Auch wenn ich gesagt habe, wir beenden jetzt die Folge. Wir wollten ja eigentlich noch das Krabbending killen. Um ein wenig Geld zu bekommen. Ist doch auch was. Ist nur ein bisschen unlogisch, dass man immer wieder dieselbe Mission machen kann, um Geld zu farmen. Ich weiß nicht, ob man dann die Hälfte nur noch bekommt, wenn man es mehrmals macht, aber wer weiß, wer weiß. Ich habe jetzt keine Mission mehrmals gemacht, einfach mal so, weil es zu langweilig wäre, einfach immer wieder dieselbe Mission abzugrasen. Auch wenn man ziemlich einfach dann an Geld kommen würde. Aber ihr seht ja, dass man eigentlich leicht durchkommt mit dem Geld, was man hier so bekommt. Endlich! Oh Mann, jetzt dürfen wir sowieso pennen. Und ich würde sagen, das machen wir gerade auch noch. Wir pennen erstmal. Also ist ja direkt daneben, kann man sagen. Kaufen uns danach noch Chocobos. Um natürlich überall wieder schnell hinzurennen. Es sollte eigentlich das A und O sein. Wenn man irgendwo hingeht. So, wow, danke. Hat sogar gereicht für auf Level 34. Was war denn das bitte? Ich war gerade am Wegbeamen. Hat Style, muss ich sagen. Leider nur 4 Fotos. Schade, schade. Können wir weitermachen. Dankeschön. So, jetzt holen wir uns noch Chocobos. Dankeschön. Dass es direkt daneben ist eigentlich, das, also der Auftrag. Ist schon ziemlich cool. So. Jetzt dorthin rennen. Oder nö, ich bin sogar dafür jetzt zu faul. Wenn ich schon meinen Chocobo habe. Ich habe kaum in meine Pfeife gepfiffen.
Schon ist angedackelt. Finde ich genial. Dankeschön. Ich meine, Konto. Wir brechen auf. Ist schon ein Hammer-Scheiß hier. Hey, Krabben wirklich noch. Cool. Das wird jetzt interessant. Hi. So. Hey. Was fällt euch ihr behinderten Viecher? Was fällt euch ein? Warum? Ah, wundervoll. Dankeschön. Der erste liegt flach. Ey, warum tanzest du so um die rum? Ist zwar eigentlich eine gute Taktik, aber bringt dir gerade keinen Blumentopf. Danke. So, und jetzt würde ich mal sagen, Gladiolus. Oder besser gesagt, Bronto. Hau rein. So, dankeschön. Nochmal. Hau drauf. Bom. Jagdauftrag erledigt. Das war einfach. Einfach mal kurz Geld gesammelt. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das Geld überbringe ich da mal selbst. Würde ich sagen. Ja. Definitiv. Also besser gesagt, den Jagdauftrag überliefere ich selbst. Weil müsst ihr nicht zwingend dabei sein. Gibt nur ein bisschen Kohle. Aber da habt ihr jetzt auf jeden Fall die Gegner noch gezeigt bekommen. Wenn ihr noch mehr solche Gegner sehen wollt oder auch stärkere Gegner, schreibt es mir in die Kommentare oder sonst mache ich das lieber offscreen, Freunde. Das liegt bei euch. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Tschüss.